So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es mal wieder an der Zeit, euch eine neue Person vorzustellen. Und zwar meinen Namensvetter ohne Ip hinten dran, das heißt den Phil. Viele von euch kennen ihn bestimmt schon vom Sehen, ist ein Hannoveraner Kollege von uns. Extrem cooler Typ, hat mir immer geholfen, egal wann, wie, wo, was. Immer wenn ich ein Teil gefräst brauchte, war er zur Ort und Stelle. Das heißt, wir fahren jetzt mal zu seiner Firma hin. An der Stelle schon mal vielen Dank an den netten, lieben Herrn Chef. Der erlaubt nämlich das Ganze, dass wir dort sowohl filmen dürfen, als auch ein paar Teile fräsen können und bauen mal was ganz Besonderes. Erstmal Vergangenheit. Hat sowohl viele Teile für den Lambo gebaut, als auch viele Teile für die Limo gebaut. Das heißt, wir beide ergänzen uns und immer, wenn wir irgendwelche kranken Ideen im Kopf haben, schreibe ich ihn an, frage, ist das machbar? Er sagt, eigentlich immer ist es machbar, obwohl er das Ganze selber programmiert. Genau das gucken wir uns heute nämlich mal an. Und haben halt dementsprechend wirklich jetzt nicht so Teile wie eine Ansaugbrücke gebaut, wobei ich ihm sogar zutrauen würde, dass er selbst das könnte. Aber immer so Kleinzeugs, sei es mal Bremssattelhalter, irgendwelche aufwendigeren Halter für die Kraftstoffpumpe vom Lambo. Und weiß ich nicht, ich bin mal gespannt, was er sagt, aber ich sage in Summe, 20, 30 Teile waren das ohne Probleme, also wirklich konstruierte Teile. So, jetzt zum eigentlichen Video heute. Ihr seht, hier ist ein großes Loch. Das hatten wir ja schon mal einmal angerissen. Viele von euch hatten ein bisschen Angst bezüglich Steifigkeit. Wir haben da gar keine Angst und genau das seht ihr aber heute in dem Video. So, nun ist das Problem, wie kriegen wir dieses Loch wieder zu? Natürlich gibt es da nur eine Lösung für und das ist ein Carbonteil. Man könnte jetzt hier natürlich auch eine Aluplatte reinkleben, weil es eigentlich eine recht plane Fläche ist. Wollen wir aber nicht. Das Ganze muss in Carbon. Warum haben wir das Ganze rausgenommen? Weil zweierlei. Ich würde gerne was an der Hinterachse ändern und weiß noch nicht, wie viel Platz ich dafür brauche. Das heißt, so habe ich den Platz auf jeden Fall, weil wir haben nach vorne hin bzw. zur Seite hin gar keinen Platz. Da ist nämlich bei dem Quadro komplett der Tank. Und zweiter Punkt ist, ich wollte schon immer einen schönen Diffusor bauen. Also ich selber habe ja wirklich über Monate mit Marius zusammen den kompletten Unterboden von vorne bis hinten glatt gemacht. Problem dabei war nur immer, die Mulde war am letzten Punkt vom Auto auch noch der tiefste Punkt. Das heißt, man konnte keine schöne Steile hinbekommen, weil halt einfach hinten der tiefste Punkt war. Das war zwar okay, hat auch top funktioniert, aber da wir ja jetzt die Möglichkeit haben, alles ein bisschen noch geiler zu bauen, würde ich gerne einen leichten Diffusor bauen. Keine Angst, das Ganze wird am Ende nicht aussehen wie bei Marius am Auto, dass da so ein 4-Gier Kasten hinten rauskommt, sondern optisch wird es kaum auffallen, weil wir wollen auch keinen großen Effekt erzeugen. Es soll nur einfach eine schöne lineare Strömung sein, ohne Verwirbelung, und dafür muss leider die Mulde raus. Das heißt, wir haben danach richtig schön viel Platz an der Stelle, dass man da was bauen kann. Plus, man hat Platz für Benzinpumpen und. Wer weiß, was man da noch alles so baut. Und genau deswegen muss hier eine Platte rein. Jetzt zu dem eigentlichen Problem. Natürlich soll hier nicht einfach nur plan eine Platte rein und das Ganze sieht aus wie nachträglich gebaut. Und genau deswegen müssen wir jetzt ein Muster erstellen, welches Artium später abformen kann. Muster erstellen heißt, wir wollen natürlich, ähnlich wie das auch original ist, in diesem Blech passende Vertiefung haben. Diese Vertiefungen sind dadurch da, dass das Blech durch das Walzen bzw. durch die Struktur einfach mehr Steifigkeit bekommt und einfach massiver wird. Ist halt ähnlich wie ein normaler T-Träger. Es lässt sich einfach schwerer durchbiegen. Genau das gleiche ist bei Carbon natürlich auch. Je tiefer wir dieses Ganze machen, je stabiler wird es. Und deswegen hatten Phil und ich mal wieder die Idee, wir könnten das Ganze aus Holz fräsen und anschließend kann Artium nämlich das Holzteil abformen. So. So viel erstmal dazu. Kurz zum Mitnehmen. Wir wollen eine coole Struktur haben, damit das Ganze richtig steif wird. Und genau jetzt fahren wir zu Phil rüber und gucken uns mal an, was der gemacht hat bisher. So, wir sind angekommen bei der Firma Jeckel Modell- und Formbau. Das ist Phil. Hallo. Ich habe vorhin schon mal angekündigt, dass wir schon wirklich extrem viele Teile gebaut haben. Das stimmt, ja. Beziehungsweise Erze gebaut. Ich wollte sie nur haben. Und das waren ja meistens immer Teile, die wirklich jetzt nicht einfach so, machen wir mal hier ein Langloch rein, sondern es waren schon immer konstruktive Teile, ne? Ja, genau. Wir haben uns mal bei dir getroffen, da habe ich vor Ort was konstruiert, ne? Mein Laptop mitgebracht, was konstruiert. Wir haben uns das zusammen überlegt und ich habe das dann umgesetzt. Stell dich mal einmal kurz vor, was du hier eigentlich machst in der Firma. Ja. Mein Name ist Phil Ruben Walter. Ich bin hier bei der Firma Jeckel Modell- und Formbau angestellt als Zerspaner für Fachrichtung Frästechnik.
ja, ich rüste die Maschinen, programmiere die Maschinen auch. Wir programmieren hier auch an CAM-Arbeitsplätzen, sodass wir direkt aus dem 3D programmieren und die Programme dann auf der Maschine spielen und dann halt aufwendige Konturen fahren. Mhm. Das heißt, wie ist normalerweise der Ablauf? Du sitzt am Rechner, zeichnest etwas? Nee, anders. Es ist so, es kommt bei uns aus der Konstruktion, hier unten in die Programmierung quasi. Mein Kollege oder ich, wir programmieren das dann hier unten und dann wird das gefräst. Dann wird das gefräst, klingt so nach so Kleinteil? Nee, Kleinteile, also wir machen von bis, ne? Also wirklich von Kleinteilen und die meistens ist Stückzahl 1, aber ich mache hier Bauteile, ich sage mal, größtenteils 500 Kilo aufwärts. Das heißt, die sind dann schon groß. Ja, Stahlklötze, Meter mal einen Meter, da sprechen wir dann auch nicht mehr von 500 Kilo, das sind dann eher so 1,1, 1,2 Tonnen. Mhm. Rohgewicht und am Ende wiegt so ein Ding nach dem Fräsen und Bearbeiten, weiß nicht, 600 Kilo noch. Darf man grob verraten, was das für Teile sind? Nur so die Richtung? In welche Richtung es geht? Schäumwerkzeuge, Automobilindustrie ist. Schäumwerkzeuge heißt das in Form, wo was rein, übertrieben gesagt, gegossen, geschäumt, wie auch immer wird. Genau. Wir legen, also man kann sagen, wir machen so Schiebedächer und Glasdächer. Und da werden die gesamten Halter angeschäumt oder wenn da eine Antenne mit drin ist, wird die damit eingeschäumt. Weil so ein Schiebedach ist ja nicht nur ein Glasdach, was auf und zu geht, sondern da muss ja auch noch ein bisschen mehr hinterstecken. Ne? So irgendwie irgendwelche Hubschienen, irgendwelche Anbindungen, dass so ein Dach sich dann auch an so einen Motor angebunden werden kann. Und da viele ja einfach denken, programmieren gleich programmieren und es doch nicht ganz so einfach ist, habe ich mir überlegt, wir zeigen das Ganze an meinem Beispiel mal ein bisschen. Deswegen habe ich auch diese Mulde mitgebracht. Das ist jetzt die Mulde, die theoretisch in meiner Limo gefehlt hat, beziehungsweise nein, das ist nicht die Mulde, die dort fehlt, das ist aber die Mulde, die dort theoretisch reinkommt. Genau. Ich habe ja gesagt, ich würde die gerne Carbon bauen. Richtig. Allerdings brauchen wir dafür erstmal eine Form. So, das heißt, man könnte jetzt einfach natürlich eine Carbon- oder Aluplatte einfach gerade reinmachen. Ich hätte aber halt schon gerne diese originale Kontur, die man hier hat, weiterhin. Und wahrscheinlich, man merkt es ja auch schon, wenn man nur so ein Blech anfasst, ist das halt von der Steifigkeit her auch ein wesentliches Merkmal, ne? Richtig. Mhm. Okay, dann hatte Phil den genialen Vorschlag, lass das Ganze doch aus Holz fräsen. Genau, das ist halt einfach, aus Holz geht schnell. Mhm. Für eine Form reicht das hin. Klar, Nacharbeit ist da noch dran, aber ich sage mal, da kommen wir schnell zum Ergebnis. Wenn wir jetzt so eine Aluplatte nehmen, dann sprechen wir erstmal vom hohen Materialaufwand. Also so hoch auch nicht, aber kostet halt auch immens viel mehr Geld. Ja. Es dauert länger zu fräsen, würde ich behaupten. Und das ist halt einfacher. Ne? Ja. Welche Schwierigkeiten hattest du bei der Konstruktion jetzt hier so? Auf was müssen wir achten? Wo kam es drauf an? Naja gut, erstmal ist halt, du kannst diese ganzen Radien nicht so hundertprozentig nachkonstruieren. Ne? Ich habe das jetzt so quasi aufkonstruiert. Einmal die Außenkontur, hier mit den Absätzen drin. Diese Strebe war dir wichtig, weil die original noch im Auto ist. Und hier auch. Genau, also im Auto heißt, das ist der offene Längsträger, der jetzt hier drunter langläuft. Und natürlich wollen wir auch an der Stelle die Carbonplatte später wieder aufkleben. Das heißt, hier brauchen wir halt auch die Höhe. Also da ging es mehr um die Höhe eigentlich. Ne? Genau, und wichtig war halt die Außenkontur, weil hier halt wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, auch wieder verklebt wird dann später. Ja. Diese Kontur hier habe ich jetzt nicht konstruiert. Die macht ihr hinterher selber. Und dann haben wir die Mulde halt als geschlossenes Bauteil konstruiert, wo wir dann auch die Streben hier durch fortgeführt haben, dass wir da wieder Stabilität reinkriegen. Genau, also einmal Punkt nochmal, Punkt Heckblech. Da war es halt so, das kann man halt nicht vernünftig auch messen, so sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Das heißt, da ist das Beste einfach, man lässt es einen Tucken länger, wir machen unsere Pappschablone im Auto und sägen das Holz dann einfach auf Maß. Ne? So würde ich das machen. Das war Punkt 1. Punkt 2 war, ich glaube, es sieht optisch geil aus, wenn man weiterhin diese Mulde ein bisschen hat. Genau. Das heißt, wir wollten die Höhe beibehalten und es dann aber als Platte durchziehen. Genau, so habe ich das auch konstruiert. Welche Höhe? Die Höhe oder die Höhe? Die Höhe. Okay. So, also die Höhe bleibt, das ist quasi die unbearbeitete Holzfläche nach, ne? Genau, die ist unbearbeitet. Das ist die unbearbeitete Holzfläche und dann kommt es quasi auf die Tiefe, dass am Ende es wieder so aussieht, als wenn hier eine Mulde mal war. Genau, dass es optisch halt am Original ist und dass wir auf jeden Fall auch diese Kante drin haben, die bringt halt auch nochmal Stabilität. Genau. Und zusätzlich wird man gleich sehen in der Konstruktion, dass halt hier auch nochmal durchgängig eine Strebe mit Vertiefung ist und hier auch, dass wir einfach halt die Stabilität reinkriegen. Dass das richtig gerade von links nach rechts, dass da richtig Stabilität drin ist. Okay, komm, wir gehen mal gucken.
So, also so sieht also der Arbeitsplatz von einem Zerspaner aus hier? Ja, genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass du eigentlich den ganzen Tag an der Fräse stehst. Ja, ich stehe eigentlich überwiegend an der Fräse, aber wie gesagt, ich kriege einen 3D-Datensatz, habe Kleinigkeiten zu programmieren. Programmier das und du hast halt, wenn ich hier so typische, wenn ich so, ich sag mal, so eine Rückseitenbearbeitung von so einem Werkzeug mache, kannst du dir vorstellen, sind viele Taschen, aber mit frei Kontur und viele Bohrungen. So, und einfach um auszuschließen, dass man an der Maschine mal unkonzentriert ist und Tippfehler macht, programmieren wir das gleich in 3D auf unserem CAM-System. Dann ist ausgeschlossen, dass man da einen Zahlendreher reinhaut oder so und du bist dir sicher, dass das passt. Aber du könntest theoretisch das Programmieren auch an der Maschine machen? Ja, viele Sachen kannst du auch an der Maschine einfach programmieren. Ist aber hier deutlich einfacher. Ich sag mal, bei so Konturen mit diesen ganzen Radien, die wir hier jetzt drin haben, ne, ich sag mal, hier rum um die Ecken überall das von Hand zu programmieren, ist halt schwierig. Da musst du halt schon einen Fräser nehmen, der annähernd den Radius hat, damit der das hier gleich erzeugt. Das ist zu kompliziert. So, okay, also da rechts sehen wir jetzt die Platte, die wir am Ende ins Auto. So wird die in Fahrtrichtung liegen, ne? Genau. Finde ich schon mal extrem geil. So, hat irgendwie was. Sieht wieder so wirklich, wie ich mir das erhofft habe, fast wie original aus. Ja. Eigentlich, das ist nämlich das Krasse, als wir vor Ort drüber gesprochen haben, habe ich natürlich gesagt, mach einfach viereckige Platte, das reicht und so weiter. Nein, Phil hat natürlich vorne die Rundung hier schon wieder mit übernommen. Ja, die Rundung gleich reingemacht. Ich sage mal, das ist halt... Du kannst das halt am Bauteil, am Originalen messen. Ne? Also ich habe mir einfach diesen Punkt gemessen und diesen Punkt und habe dann einen Radius hier reingemacht, der über die beiden Punkte geht, der die beide schneidet. Das kannst du nochmal halt die Punkte zeigen bitte einmal? Genau, das ist einmal der Punkt. Ne? Du hast einmal quasi hier ist ein Punkt, wo der Radius aufhört und tangential übergeht in diese Linie. Und diesen Punkt habe ich mir auch gemessen, außer Mitte raus. Bis hierher, ne? Das wird jetzt nicht auf einen Millimeter genau sein. Ja, ne? Aber reicht vollkommen. Und dann halt diesen Radius hier reingezogen, sodass man die Kontur auch annähernd hier im Umriss dran hat. Und was halt auch krass ist, sind halt selbst solche Absätze hier. Viele hätten jetzt wirklich wahrscheinlich diese Ebene und diese Ebene auf die gleiche Höhe gesetzt. Ne? War aber bei dem Originalteil, ist, weil hier noch ein Blech runterkommt. Das ist das, was gerade so ein bisschen Wellerform im Auto war. Deswegen ist da dieser kleine Absatz nochmal. Genau, das ist die Kante, die dann, wo das Blech hier oben drauf liegt. Ne, stimmt, oben drauf lag es, genau so oben. Ich glaube, das liegt oben drauf. Oben drauf, ne? Ja. Und hier wird es dann auf den äußeren Träger aufgelegt. Hier sind dann noch einmal die Streben, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wo die Originalen drunter liegen, wo ihr wieder verkleben wollt. Dann einmal zur Versteifung hier nochmal, einfach angenommen, ne, den Radius kleiner gemacht, hier eine Rundung rein, dass man das vernünftig fräsen kann, dass das nicht spitz ist und dann hier halt durchgehend nochmal die Strebe, die hier auch mit einer Kante und mit Radien schön verrundet ist, dass man das vernünftig abformen kann, weil in eine spitze Ecke kannst du auch nicht abformen. Also kannst du wahrscheinlich schon, aber dann läuft das halt mit Harz voll, gehe ich von aus, oder das legt sich halt nicht richtig an. Ja. Nee, stimmt, das ist wieder ein guter Gedankengang, wo viele wahrscheinlich, viele Zerspaner in dem Moment nicht dran gedacht hätten, wie Artium das Ganze später auch noch aus Carbon bauen würde. Ja, genau. Deswegen habe ich hier jetzt auf dem Bildschirm einmal, ich habe die Flächen einfach alle ein bisschen erweitert, damit das ein bisschen einfacher hat. Genau, das, ne? da hat er auch drum gebeten, dass, also je nach unten hin ist ja eh klar, da müssen wir im Auto noch anpassen. Genau. Er braucht aber an der Form so 8 cm Überstand ungefähr für sein Werkzeug, sage ich jetzt mal, zum Verschrauben und so weiter. Und deswegen ist es so natürlich perfekt, dann braucht er nämlich an das Musterteil nicht erst wieder was anstückeln. Genau, so haben wir das in einer Platte und er kann das hier vernünftig sich aufbauen. Okay, Konstruktion, denke ich mal, wirst du ja wahrscheinlich arbeiten mit verschiedenen, ich sag jetzt mal, Messpunkten so, wo du dann halt dementsprechend diese entweder verbindest, Radien reinlegst und so weiter. Ne? Also erstmal einmal die Außenkontur habe ich natürlich konstruiert. Ne? Das ist ja, sage ich mal, wirklich das Mister halt mit dem Zollstock. Ne? Ja. Das wird auf einen Millimeter nicht drauf ankommen. Ich vermute, so ein Blech wird halt schon seine Toleranzen haben. Aber ich denke mal, in dem Fall, wenn das eher seine Form baut, müsst ihr das ja wahrscheinlich hinterher eh noch anpassen. Ja, ja, klar. So, deswegen, das wird, denke ich mal, auf einen Millimeter grob, vielleicht auch auf 2 passen. So, klar, diese Rundung hier noch mit reingemacht und die Höhen halt ausgemessen. Mhm. Und dann diese Position auch, dann suche ich mir natürlich auch, siehst du jetzt hier nicht mehr, ne, weil hier die ganzen Radien sind, das war halt auch alles mal scharfkantig, ne, vorher. Dann habe ich mir diesen Punkt hier gesucht, auf der Ecke, diesen Punkt hier rausgemessen. So, dann habe ich natürlich, wird das parallel sein da drin, das geht nicht auf. Also das wird nicht, wie so ein V geht das nicht auf. Und dann habe ich das hier auch halt alles konstruiert. Das heißt aber, jeglichen Radius, den man da sieht, musst du schon selber reinkonstruieren. Okay? Genau, ja, du hast später eine Funktion, wo du sagst, du klickst die Linie im Grund an und sagst, ich möchte da ein 3,5er Radius.
Habe ich jetzt auch einen 3,5er gemacht, aus dem Grund, weil das Werkzeug zum Schruppen einen 3er-Radius hat in der Ecke. Mhm. Und wenn du genau einen 3er-Radius programmierst, fährt er halt nur eine Bahn unten in der Ecke. Deswegen den Radius immer einen Ticken größer, dann fährt er ein, zwei Bahnen durch. Er hat nicht vollen Kontakt im ganzen Radius und dann sieht der Radius hinterher schöner aus. Und so, das ist jetzt erstmal die Konstruktion. Genau. Jetzt interessiert mich halt, wie das Ganze von da gefräst wird. Genau, dann habe ich hier, ihr seht jetzt diesen Rahmen, der hier außen rum ist, ist eins von den Rohteilen, ne? Was noch über diesen ausgezogenen Flächen steht. Also unsere Plattegröße quasi, ne? Genau, und das schrubbt er jetzt. So wie du schon vorhin gesagt hast, das hier ist null, da nehmen wir nichts ab, das bleibt gerade. So, und das ist jetzt quasi, habe ich ihm gesagt, er weiß, dass das hier ist unser fertiges Konstruktionsteil inklusive dieser Flächen. Mhm. Also das ist quasi das Teil für dieses, für Katia. Katia ist nebenbei hier das Konstruktionsprogramm und da programmieren wir drauf. Und dann sage ich ihm, das hier ist deine Grenze, fahr nicht über diese Grenze hinaus. Mhm. Da hört das Bauteil auf, fahr nicht weiter wieder hin. Und dann sage ich ihm, bitte lass auf das Bauteil am Ende einen halben Millimeter Aufmaß. Mhm. So dass ich das hinterher noch schlichten kann. Man kann vielleicht auch weniger nehmen, aber ich denke hier bei Holz ein halber Millimeter Aufmaß ist halt einfach auch. Okay, also das heißt, es sind verschiedene Programme. Es ist einmal erstmal das Schruppen. Das ist jetzt einmal das Schruppen. Danach fahre ich nochmal ein Schruppen mit einem anderen Werkzeug. Das war jetzt eben ein 32 R3. Danach nehme ich ein 10 R3, heißt 10er Durchmesser und ein 3er Eckradius. Mhm. Da fahre ich jetzt diese Ecken hier außen nochmal frei. Weil da halt noch, da kommt der 32er halt nicht rein. In diese aber die, kleine diese Ecke, Schritte, ne? Die bestimmst du jetzt so aus Erfahrung oder genau. Schlägt er dir das vor? Nee, das ist halt reine Erfahrung. Also es gibt bis heute nicht die Möglichkeit, dass man etwas in Katia quasi konstruiert auf Knopfdruck, es kommt da raus. Nee, so das geht nicht. Das okay. Es gibt mit Sicherheit Programme, die einfacher sind wie Katia, aber wir benutzen das, damit wir einfach keine Schnittstelle haben. Mhm. Okay. Danach haben wir eine 6er-Kugel. Sagt man natürlich, ja, eine 6er Kugel hat auch wieder einen 3er Radius, aber der Durchmesser ist halt kleiner. Mhm. So, und das hier ist jetzt quasi, ich sage ihm, bitte suche Restmaterial in diesem Bauteil. Und er sagt jetzt, gut, hier in den Ecken steht überall noch Material, wir fahren das hier mal raus. Und dann fährt er die Ecken frei. Okay, ja, das kann er immerhin anzeigen, wo er noch nicht war. Genau, das merkt er sich. Auch das Schruppen merkt er sich. Ja, guck mal, ich habe hier einen Schruppen programmiert, da fährt er ja über das ganze Bauteil hier. Mhm. So, und das hier, dieses Werkzeug weiß dann, ja, er war da schon überall, ich muss nicht überall hinfahren. Ich fahre jetzt nur überall hin, wo wirklich noch massiv Material steht, auch mit Aufmaß. Dann fahren wir, wie gesagt, mit der 6er Kugel. Dann sind diese Ecken komplett frei. Da habe ich mal eine Frage bei. Wie ist das, wenn während des Fräsens aus der 6er Kugel eine 5,5er Kugel zum Beispiel wird? Durch Abnutzung? Mhm. Also wir programmieren das hier so, dass die Maschinen arbeiten mit Drehmomentbegrenzung. Ne? Du sagst ihm, okay, ich habe hier eine 6er Kugel und wenn die zu viel Last kriegt, hält die Maschine an. Mhm. Und in dem Fall, wie du sagst, wenn die sich halt so extrem abnutzt, erstmal wissen wir aus Erfahrung, weil wir viel wissen, wie sich die Werkzeuge verhalten, dass das theoretisch, was wir hier programmieren, safe ist und dass das Werkzeug so lange hält. Man kann dann arbeiten mit Werkzeugbruchkontrolle, das heißt, die Werkzeuge werden auf der Maschine mit Laser vermessen. Ah, okay. Und du sagst ihm, hier Kollege, nach dem Programm kontrollier bitte das Werkzeug. Mhm. Ist das Werkzeug von der Länge eine Abweichung von, ich sag mal, du sagst ihm eine Abweichung in der Länge von 500stel und im Radius auch von 500stel, bitte werf das Werkzeug raus und hol mir ein gleiches Werkzeug rein. Das muss man dann halt selber an der Maschine programmieren. Ja. Man richtet halt einfach zwei gleiche Werkzeuge ein. Einfach die dann in dem Revolver da drin sind. Genau, die im Magazin liegen und dann holt er das und fährt dann. Okay, also das heißt, die einzige Kontrolle, weil angenommen es wären 5,5 mm und er würde die Kontur zu Ende fahren, wäre halt alles zu klein oder zu groß, je nachdem, in welche Richtung. Ja, gut, in dem Fall ist es halt so, du hast Nachfolgewerkzeuge und wenn ein Werkzeug vorher kaputt geht, und die nachfolgenden Werkzeuge sind eigentlich immer kleiner, also sagen wir mal. Mhm. 10er mit Eckradius, dann eine 6er Kugel, dann eine 3er Kugel, eine 1,5er Kugel und eine 1er Kugel. Mhm. So eine 1,5er Kugel, die geht dann halt auch irgendwann stiften, wenn zu viel Material ist, bricht die einfach ab. Ah. So, da ist es dann aber auch so, da geht dann die Maschine erst aus, wenn du in eine Bruchkontrolle fährst, weil die merkt das nicht. Mhm. Das Moment, was da ist, die eine kleine Last, ja, das merkt so ein Bruchkontrolle heißt?
Er fährt halt nach dem Programm, programmierst du, bitte kontrolliere das Werkzeug. Ah, okay, also einmal vermessen. Nur. Genau, und er fährt einmal durch den Laser und sieht dann, jo, das Werkzeug ist da nicht mehr. Mhm. Und dann ist halt Feierabend. Ja, also ich denke mal so für die Basics. Ah, doch, eine Frage. Mach nochmal das Schrubmann. Diese ganzen Linien, die man jetzt sieht, die gibst du mir aber nicht vor, wie er fahren soll. Das macht er schon selber. Das macht das Programm selber. Du kannst ihm verschiedene Strategien geben, wie er fahren soll. Von innen nach außen oder in Ebenen oder nach Bereich. Kannst du ihm da jetzt in dem Fall schon vorgeben, was das für Material ist? Oder auch da die ganzen Schnittwerte und so weiter machst du selber? Schnittwerte mache ich auch alle selber. Da siehst du die ganzen Listen, die hier hängen. Ne? Da stehen ganz viele verwirrende Zahlen wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber da stehen halt Fräserdurchmesser, wie viel Zustellung. Stehen da auch Schnittwerte für 19er MDF von Hornbach drin? Nee, zufällig nicht. Also ich nehme jetzt in diesem Fall, für Holz habe ich jetzt keine Fräser. Wir nehmen Alufräser dafür, ne, weil die relativ scharf sind. Mhm. Und fräsen das alles mit Alu. Muss man bei Holz irgendwas beachten? Ist das gleich wie Alu, anders? Ja, theoretisch musst du eigentlich einen Schneidendrall genau entgegengesetzt haben, wie für Alu und für Stahl. Mhm. Weil er sonst die Fasern so hochzieht. Haben wir aber nicht. Und ich habe viel Holz gemacht zu NDF. Werden wir jetzt sehen, was dabei rauskommt. Aber ich sage, bei Hartholz macht das keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied, okay. Ne. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das Holz viel, viel weicher als Alu zum Beispiel ist. Ja, es wird immer ein bisschen unterschätzt. Ne? Auch wenn du Holz fräst, ist halt so, dass die Schneide halt entweder verbrennt oder sich stumpf schleift. Ja. Das unterschätzen die Leute immer. Also ich sage mal so ein Alufräser wird in Holz nicht so lange halten wie ein Alu. Mhm. Weil der Reibwert von Holz am Ende dann doch relativ hoch ist. So, ne? Das heißt, da entsteht auch ganz gut Temperatur, wenn er da durchzieht. Gehe ich von aus, ja. Aber wir fahren eigentlich wir fahren hier so schnell, dass da eigentlich nicht so viel Temperatur entsteht. Ja, ich würde sagen, du lässt mal ein paar Späne fliegen mit. Du hast gerade das Werkstück schon eingemessen? Genau, ich habe das Werkstück jetzt auf die Maschine gelegt, festgespannt eingemessen, sodass wir quasi den Bezugspunkt haben und die Maschine weiß, wo sie ist. Mhm. Werkzeug eingerichtet, Werkzeuglänge eingerichtet und wir würden jetzt anfangen mit Schruppen, also erste Bearbeitung mit Aufmaß. Ist das hier die größte Maschine, die ihr habt? Genau, das ist unsere größte Maschine, die wir hier haben. Die benutzen wir hauptsächlich zum Schruppen von großen Stahlklötzen. Das heißt, mein Kollege schrubbt hier die Werkzeuge bis auf 1 mm an die Kontur. Und dann geht das auf die anderen Maschinen und da machen wir dann Schlichtbearbeitung. Was hat die für ein Verfahrweg? 1,20 m mal 3 Meter bin ich der Meinung. 3 Meter? Kann man schon einiges drauf fräsen hier. Da kannst du schon einiges drauf fräsen. Aber wie gesagt, ist halt ein bisschen älteres Baujahr, zwar Steuerung neu gemacht und alles, aber ist halt von der Drehzahl her und so nicht für so moderne Zerspannungsanwendungen, wie wir das dann machen mit dem Schlichten und mit der guten Oberfläche und so. Zeig uns doch nochmal einmal kurz die Werkzeuge, die wir nutzen. Genau, das ist einmal das Werkzeug, was jetzt drin ist. Das sind 32 R3, das heißt 32er Durchmesser und wir haben hier unten einen 3er Eckradius dran. Damit schruppen wir es jetzt vor, ist quasi ein Torusfräser. Und dann haben wir noch zwei andere. Dann machen wir einen Schruppen noch mit dem 10R3. Das ist auch ein Torusfräser, 10er Durchmesser, auch 3er Eckradius, der dann in die kleinen Ecken nochmal reinfährt. Und nochmal mit einer 6er Kugel. 6er Kugel ist gerade auch ein 3er Radius. Die fährt dann nochmal in die kleinen Ecken, wo die großen Fräser nicht reinkommen, sodass wir da überall nahtlos schöne Übergänge haben. Was denkst du, beziehungsweise was schrubbt die Maschine aus, wie lange dauern die einzelnen Vorgänge? Also der Schrubbvorgang jetzt dauert eine Stunde 16 Minuten. Die anderen müsste ich halt einfach auch nochmal durch die Simulation laufen lassen und daran sehe ich dann auch... Aber doch, selbst bei Holz noch so lange? Ja, genau. Krass. Also du kannst halt, also Katia sagt, dass es schneller geht. Aber die Maschine simuliert halt mit der Geschwindigkeit, wie die Maschine wirklich fährt. Weil Katia kennt keinen Stopp, keinen kurz vor den Ecken, nicht Vorschub verlangsamen und so. Deswegen. Und tendenziell werden die Programme, die danach noch kommen, ja noch mal länger dauern. Also diese Programme, die jetzt hier, also das mit dem 10R3, das Schruppen,
dauert vielleicht 2-3 Minuten, weil das wirklich nur noch kleine Bereiche sind. Mhm. Und das mit der 6er Kugel dauert, glaube ich, auch nur 2-3 Minuten, weil das auch nur ein kleiner Bereich ist, wo er noch Material rausnimmt. Und dann das ganze Schlichten tun wir am Ende dann nochmal mit dem 10R3 über die gesamte Kontur, dass wir ein einheitliches Bild haben auf dem kompletten Bauteil. Das heißt, in Summe 3-4 Stunden wird das Ding mal laufen, ne? Genau, 3-4 Stunden wird das laufen. Und in dem Fall musst du auch mehr oder weniger anwesend sein, weil du die Werkzeuge wechseln musst. Genau, hier muss man die Werkzeuge noch manuell von Hand wechseln. Dann muss ich die vorher auch noch einmessen. Ich hätte die jetzt auch alle gleich einmessen können, aber ich bin sowieso hier, von daher mache ich das dann einfach. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das gleich aussieht hier. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Genau. Ist warm? Nee. Ja, sag mal was. Ja, quasi erste Bahn haben wir, also erste Ebene jetzt geschrubbt, ne, minus 1 mm. Und man kann ja schon halbwegs erkennen, wir haben ja vorhin im Programm gesehen, wie die Kontur aussieht. Und jetzt kann man schon mal nach der ersten Ebene sehen, wie das Ganze sich dann so langsam rauskristallisiert, wie das später mal aussehen wird. Wie es am Ende aussieht, ne? Genau. Krass. Ja. Wenn ich mir überlege, wie viel Arbeit das gewesen wäre, wenn man das irgendwie versucht, im Blech darzustellen, ne? Ja, genau. Da bist du ja am Dengeln, bis der Arzt kommt, genau. Ne? Vor allen Dingen auch, wenn du dir was hinbaust, ne? Vorher aus GFK oder mit Blechen so eine originale Mulde zuschweißen, spachteln, um negativ zu nehmen, das ist halt schon die richtige Variante. Das war jetzt 1 mm? Genau. In Summe fräsen wir 10 mm tief. Genau. An der tiefsten Stelle minus 10 mm. Und außenrum glaube ich 5, vorne die Kante ist, bin ich der Meinung, 3 mm tief. Ja. Er fährt halt je nach Bereich das Richtige weg und dann soll das hinhauen. Ja, ich würde sagen, keine Zeit verlieren, weiterfahren lassen. Genau. Ja, aus ein paar Stunden Fräsen sind dann doch 4 Stunden Fräsen geworden. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Das Ergebnis ist aber definitiv extrem cool geworden. Deswegen auch an der Stelle nochmal vielen Dank an Phil, dass du es wieder geschafft hast, dass wir aus irgendeiner Idee im Kopf so schnell wieder ein Endergebnis haben.
ich glaube, auf eine andere Art und Weise, als das jetzt in Holz zu fräsen, wäre es wirklich ein langer Prozess geworden, bis wir ein Muster fertig haben. Und deswegen hast du einen gut bei mir. Ich werde es auf jeden Fall wieder gut machen. So, hier haben wir unsere Holzplatte. Die ist, wie bereits zuvor gesagt, an allen Kanten jetzt noch 8 cm zu lang, weil Atjom diese 8 cm zum Arbeiten in der Form braucht, beziehungsweise zum Abformen. Man sieht schön die Träger, die wir reingemacht haben, damit das Ganze am Ende auch schön steif ist. Und jetzt gerade sind die Kanten noch relativ, ich nenne es jetzt mal hart, aber das ist überhaupt kein Problem, weil der nächste Step ist, dass diese Holzplatte zu Chris geht. Der muss sie nämlich, bevor die abgeformt werden kann, noch einmal schleifen und lackieren. Und das heißt, er kann schön mit dem Exzenter, das geht ja relativ einfach bei Holz, sich die Kanten so schleifen, wie er das am Ende schön findet, weil sie im Blech dann doch ein bisschen runder ausgeführt waren. Aber da kommt man mit dem Exzenter relativ schnell hin. Ja, Endergebnis gefällt mir perfekt. Man sieht im oberen Bereich die Originalmulde noch so im Ansatz. Im unteren Bereich haben wir unsere Träger für die Steifigkeit drin. Und ich denke, am Ende wird das im Fahrzeug mal wieder vielleicht fast so aussehen, als wenn es da original drin gewesen wäre. Also, soviel zum Thema Mulde. Jetzt geht es nach Lübeck. Lackieren, abformen, in Carbon bauen. Wir nehmen auch die Limo-Karosse mit, denn ich habe mir sagen lassen, dass es mit den Carbon-Seitenteilen weitergeht. Und das seht ihr im nächsten Video. Ciao.